Guckt mal, was ich hier habe. Ein Radcoupon. Ja, ich habe ja in der letzten Folge gerätselt, wo es den hergibt. Und das kann ich euch direkt verklickern. Und zwar von diesem netten Herrn hier. Der hat uns einfach ein bisschen was erzählt über irgendwelche Lieblings-Pokémon, mit denen er gerne mal abends ins Bett geht. Und dann haben wir diesen Radcoupon von ihm bekommen. Hallo, Mata. Soll ich dir von meinen Pokémon erzählen? Nein, schade. Ja, nee, nicht nochmal, Opa. Reicht dann auch. Haben uns unsere Belohnung ja schon abgeholt. Ja, der wollte wohl offenbar kein Fahrrad haben. Von daher, das kommt uns zugute, würde ich mal sagen. Und wir holen uns das gleich. Aber zuerst geht's weiter ans Trainieren. Ja, falls ihr irgendeine Abweichung seht von der letzten Folge, gibt ja Leute, die merken sich irgendwie jede Zahl. Deswegen sage ich das lieber gleich. Ich habe vergessen zu speichern nach der letzten Folge und musste dann leider sozusagen die gesamte letzte Folge nochmal spielen. Aber dich habe ich ja noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Aber ich habe alles versucht, so gut wie möglich wieder nachzustellen. Ich musste leider einen Supertrank beim Arena-Kampf benutzen, habe sonst aber versucht, alle Pokémon so einzusetzen, wie ich sie davor schon eingesetzt habe, und dürfte halbwegs gleich sein. Ja. Smetbo. Keine Ahnung. Setzen wir doch Pikachu ein. Ich habe Domian jetzt an den Anfang gesetzt, damit wir den ein bisschen trainieren können. Und ja gut. Direkt erstmal eingeschlafen. Sehr schön. Können wir nur hoffen, dass es gleich aufwacht. Ah, da ist es auch schon aufgewacht. Sehr schön. Danke, Pikachu. Du bist ein aufgewecktes Kerlchen offenbar. Sehr effektiv, bringt uns aber nicht viel. Ja, Zeus ist verwirrt. Hat sie vor Verwirrung selbst verletzt? Passiert mir auch manchmal. Och, nee, schon wieder Schlafpuder. Was soll denn das? Ja, ja, ja. Komm. Das bringt ja hier alles nichts. Wie halt immer. Er setzt Superschall ein, wenn ich schon verwirrt bin und schlafe. Das ist sehr, sehr, sehr schlau. Was ist das für ein Trainer? Man fragt sich manchmal echt, ob die nicht eine bessere KI hätten bauen können für die NPC-Trainer. Haben sie offenbar nicht für nötig gehalten. Vielleicht wird das Spiel sonst auch zu schwer, ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich doch im Nachhinein. Nee, das habe ich mich damals als Kind schon gefragt, warum die manchmal so doofe Sachen machen. So, Domian erreicht Level 12. Ich wäre dafür, dass er mal eine Attacke lernt hier, damit er auch mal am Kampf teilnehmen kann. Du bist ein zu guter Trainer. Ich weiß, ich weiß. Genau. Wir trainieren weiter. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, euch zuzuhören. Ihr da über euren, keine Ahnung, Inzestkram redet. Boah, die sehen ja alle gleich aus. Da muss man ja von Inzest ausgehen. So. Aber Mata, hier gucken Kinder, mir egal. Zaungast, leg los, mach Radfatz tot. Och nee. Warum ist Hyperzahn eigentlich so böse? Ich habe keine Ahnung, warum Hyperzahn so böse ist. Es zieht auf jeden Fall nicht immer die Hälfte ab, das ist Superzahn. Ich verwechsel diese Attacken gerne mal. So, wir setzen wieder Domian ein und ich bin sehr, sehr froh, wenn wir das erste Mal den, wie heißt das Ding, EP-Teiler haben. Dann können wir uns das nämlich sparen mit diesem Hin- und Her-Tauschen. Hallo, Pikachu. Ja. Rutenschlag. Er schlägt uns mit seiner Rute, der Knecht Ruprecht. Doppelteam. Boah. Hab ja bei manchen Spielen auch manchmal das Gefühl, die können alle Doppelteam, wenn da irgendwie auf einmal 10 Gegner auftauchen. Man sich fragt, wo kommen die alle her? Tomb Raider 2013 zum Beispiel. So. Ich hasse es zu verlieren. Nun, das tut mir aber leid. Da stehen mir die Tränen in den Augen. So,
Ja, nee, weiterhin Domian an erster Stelle. Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass ich euch belauschen will? Günther. Hallo, Günther. Oh, ein Shiggy. Das kennen wir doch schon. Von unserem Erzfeind Jürgen. Der hat auch ein Shiggy. Ich hoffe, er hat ihm nicht so einen dummen Namen gegeben. Wie wir das zu tun pflegen. So, los geht's. Und ich wäre auch ehrlich gesagt mal dafür, dass unser kleines Myrapal mal langsam bessere Attacken lernt als Absorber. Ich meine, am Gegner rumlutschen ist ja ganz schön, aber auf Dauer ist das dann doch ein bisschen eintönig. Auf Dauer möchte man dann auch mehr Körperkontakt, wie zum Beispiel Rankenhieb oder sowas. Das ist doch irgendwie sexier. Shiggy blubbert mich voll. Oh, ein Volltreffer. Nein. Das ist ja so gefährlich. So. Jo. Ne? Was soll man da sagen? Wieso bekommt man eigentlich so wenig EP dafür, dass man Shiggy besiegt? Ich kann einfach nie siegen. Nein, das tut mir leid. Und noch ein Käfersammler. Den werden wir auch mal noch. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Oh. Kannst ja mal deine Haare durchwühlen. Da findest du bestimmt welche. Och nee, nicht Hornliu. Hornliu ist doof. Weil er einen immer vergiftet. Mau. Finde ich nicht gut. Aber Hubert wird direkt mit seiner Flamme loslegen. Tschüss. Wie viele hatte der jetzt? Und Domian ist schon Level 14, hat aber immer noch keine neuen coolen Attacken gelernt. Das ist sehr schade. Ich weiß gar nicht, wann der neue lernt. Wie gesagt, ich kann die Attackenlisten nicht auswendig. Konnte ich mal, tatsächlich. War aber für die alte Generation. Die neue Generation, da kenne ich mich nicht aus. Also, was heißt die neue Generation? Die dritte. Es gibt ja jetzt schon 6 oder so. Komischerweise finden die Pokémon-Leute, die Pokémon-Forscher ja immer neue Inseln und immer neue Pokémon. Wobei sie das ja ein bisschen anders erklären. Sie erklären das ja so, dass man, wie war das nochmal? Sie erklären das ja irgendwie so, dass es halt verschiedene Gebiete sind. Nur ein bisschen komisch ist, dass diese Gebiete anscheinend nichts voneinander wissen. Also es ist sozusagen wie in der Vorsteinzeit oder so. Dass die keine Ahnung haben, dass es diese verschiedenen Gebiete gibt. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie in der Serie immer von es gibt nur 151 Pokémon auf der Welt gesprochen haben. Und plötzlich hieß es dann ab der zweiten Staffel, oh, es gibt doch mehr. In Johto. Naja. Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, ich wollte zum Fahrradladen. Schon wieder vergessen. Zum Fahrradladen und wir gehen einmal schnell unsere Pokémon heilen. Hallo Schwester Joy. Mach mich glücklich. So. Da ist der Fahrradladen und wir werden direkt mal den Coupon abgeben. Denn wir wollen nicht 1 Million Dollar zahlen. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Yay, wir haben ein niegelnagelneues Fahrrad bekommen. Besuch uns doch wieder. Nee, wozu, warum sollte ich? Ich will ja nicht noch eins haben. Yay. So. Wir haben ein Fahrrad und ich warte mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man das jetzt eigentlich... Kann man das irgendwie... Nee, ich will das nicht austauschen. Ich wollte das eigentlich auf irgendeine Taste legen. Jetzt so detaillierte Hinweise zu etlichen Möglichkeiten. Nee. Okay, ich hatte irgendwie gehofft, man... Ah, hier kann man es auf Select legen. Okay. Wenn man auf Select drückt... Kann man jetzt Fahrrad fahren? Der kleine Haken daran ist allerdings, dass das Fahrrad nicht wirklich schneller ist als zu Fuß rennen. Und man steigt jedes Mal ab, wenn man in irgendein Gasthaus kommt. Ist so ein bisschen wie mit Mounts in irgendwelchen MMOs.
irgendwie auch nicht wirklich sinnvoll. So, also ein bisschen schneller ist es schon, aber es ist jetzt nicht umwerfend. Dum, dum. Tunnelpfad. So, ich werde mal hier ein bisschen den Turbo einlegen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Och nee, ich wollte nicht da runter, da hoch. So. Und da sind wir wieder dort, wo wir hin wollten. So, warte mal, es gab, glaube ich, irgendwie noch... Nee, das war nicht hier, das war dann irgendwie... Wo war das denn? Hier, glaube ich. Nee, da unten. Ich weiß es nicht mehr. Was hat denn eigentlich der Händler jetzt so? Hat er jetzt mal coolere Sachen inzwischen? Supertränke hat immer noch nur Pokebälle, leider. Ja, keine Ahnung. Ich kauf mal ein paar Supertränke nach. Machen uns ganz schön arm, die Dinger. Pokebälle brauchen wir eigentlich nicht. So. Ja, hat er keine coolen Sachen, leider. So, und hier ging es dann halt unten zur MSN. Da gehen wir auch gleich hin. Und hier wäre noch eine Route mit noch mehr Typen. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Dum, 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 da, dum, dum. Ich stelle mir gerade vor, wie das im echten Leben wäre, wenn immer irgendwelche politischen Auseinandersetzungen mit Pokémon-Kämpfen ausgefochten würden. Was die Merkel wohl für Pokémon hätte. Nein! Wie ich jetzt Teleport benutzt habe. Ich habe eben mich noch aufgeregt, wie dumm die NPC-Trainer sind und mache jetzt auch noch dasselbe. Ist das alles schwierig. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, irgendwo kriegen wir hier auch eine Angel, glaube ich. Können wir uns irgendein cooles Wasser-Pokémon angeln und können mal... Warte mal, Fußkick, Karateschlag. Ach, das ist nicht effektiv. Okay, hab's verstanden. Komm schon. So. Hab das mal ein bisschen beschleunigt gerade. Ja, wie gesagt, wir gucken gleich mal nach der Angel. Aufwecker, yay. Ich glaube, die Angel gab es... Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, hier oben war die, ne? Hi. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gern? Nee. Oh, das ist schade. Nein, klar angeln wir gern. Super, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Wenn das mal so wäre im echten Leben, ne? Ich gehe irgendwo hin zu einem und er sagt, magst du dies und jenes? Und ich sag, was weiß ich, magst du Porsches? Und ich sag, jauhu. Und ich krieg einen Porsche geschenkt. Das wäre doch mal was. So, übrigens, wir haben jetzt eine Angel und jetzt können wir... Ich habe gerade Angelo gelesen. Jetzt können wir diese Angel benutzen. Und wir hoffen einfach mal, dass wir den großen Fang machen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit der normalen Angel was anderes fangen können als Carpador. Fakt ist auf jeden Fall, dass Carpador super ist, weil es sich zu einem der stärksten Pokémon im ersten Spiel entwickelt. Nur man muss es erstmal dahin kriegen. Das ist halt die Sache. Das dauert meistens ganz schön, weil ihr seht ja, es ist Level 5. Und es kann nichts außer Platscher. Und wir haben ja schon einen, so einen Invaliden im Team, der nur Teleport kann. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt gerade so eine gute Idee wäre, dieses Carpador zu fangen. Und zu trainieren. Ich glaube, da müssten wir erstmal was Nennenswertes mit Abra angestellt haben. Aber wir können ja theoretisch Carpador mal fangen und können es uns dann für später aufheben. Wobei man später, glaube ich, auch Carpadors mit auf Level 15 fangen kann. Im Prinzip ist es egal. So, warum habe ich den jetzt wieder... Habt ihr es auch eben gesehen? Es gibt halt einfach mal nur... 14 EP für so ein Carpador. So. Nichts geschieht. Natürlich geschieht nichts. So, hoffen wir mal, dass Kratzer ihn nicht sofort tötet. De facto ist Zaungast unser schwächstes Pokémon. Okay. Sehr gut. Ein Carpador für Matterlein.
Oh, ich muss noch gucken, wie wir es nennen. Ich nehme mal an, dass keiner der Zuschauer gerne nach einem Carpador benannt werden will. Umgekehrt. Ein Carpador nach sich benennen lassen will. Ich habe eine Idee, wie wir ihn nennen. Wobei, später wird das dann lustig, wenn er sich zu Garados entwickelt. Ist mir aber egal. Wir nennen ihn nicht frisch. Wenn das passt. Ich hoffe es. Nicht frisch. Passt nicht ganz. Dann heißt er eben... Ich habe eine bessere Idee. Dann heißt er eben nicht fresh. Nicht fresh. Ist doch ein schöner Name. So, nicht fresh wurde auf Bilds PC übertragen. Dort würde er auch erstmal bleiben. Hoffen wir mal, dass er nicht... eigentlich können wir die Angel dann auch direkt wieder umlegen. Oh, ich habe mir übrigens mal wieder keine Uhr gestellt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist. Ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Wie das so ist. So, hi. Ich möchte gerne kämpfen. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ja, da bist du bei mir bestimmt an der richtigen Adresse. Ich mache dich Splatto. Wir hätten mal ins Pokémon Center gehen können. Boah, Domian hat immer noch keine Attacke gelernt. Das ist unglaublich. Lernresistent, der Junge. Lernresistent. Steigt Level um Level auf, aber nichts dahinter, ne? Stellt euch mal ein Rollenspiel vor, wo man halt Level aufsteigt und es passiert einfach nichts. Ändert sich einfach gar nichts. Das sind Zeiten. Verrückte Zeiten sind das. Boah, was auch immer das jetzt war. Och Mann, jetzt geht das auch noch daneben. Och ja. Tschüss. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich immer mal so ein bisschen vorspule, aber es nervt einfach. Das sind dann halt so Sachen, wenn dann jemand dann dreimal daneben trifft und irgendwie nichts passiert, ist das doch irgendwie lame. Da kann man doch mal vorspulen. Komm schon, da kann man doch mal vorspulen. So. Warum wird mir eigentlich nicht angezeigt, dass ich Zubat schon habe? Ich dachte, wir hatten eins gefangen. Habe ich das falsch in Erinnerung? Mist, ich hasse schwache Pokémon. Na, vielleicht bist doch du schwach und nicht deine Pokémon. So. Bei dir ist Schmalhans Küchenmeister. So, hallo. Och Mann, der läuft von mir weg. Was ist das denn für einer? Der rennt da durch das Gras und versucht mich abzuhängen oder was? Das ist ja auch mal toll, wenn die Trainer vor allem weglaufen. Komm her! Oh. Danke. Meine Pokémon müssten bereit sein. Was los? Hast du abgefüllt, dass die bereit sind? Ja, ja, jetzt ist er bald mal Level 15 wenigstens. Zaungast ist leider immer noch paralysiert. Ich hoffe mal, dass uns das... So, tschüss. Level 15, yay. Level 19, yay. So viele Level-Ups. Nidorino haben wir auch bisher noch nicht gesehen. Yay. Und Domian hat immer noch nichts Neues gelernt. Also in seiner komischen Psychoshow war der aber nicht so doof. Och ja, und ich habe es wieder aus Versehen Teleport benutzt. Also, ja, warum nicht, ne? Hackmeister. Ja, jetzt auch bald Level 19. Ruckzuckieb. Und... Och ja, vergiftet. Super. Ja, ja, ja. Komm schon. Komm schon, das überlebst du. Das überlebst du. Yay. Trotzdem wird er gleich noch versterben. Aber er hat sich ein Zeug gelegt. Teenager Mike. Puh, okay.
Nein, ich will doch nur nach Hause. Traumato, Traumato. Traumato, die traumlose Tomate. Nee, eigentlich will ich nichts mit dem Vieh zu tun haben. Ich hasse Traumato, ich finde den so kacke. Der hat einfach... Das ist einfach ein Pokémon, das keine... kein Charakter hat. Keine Ahnung. In der Schule, als es darum ging, hier so... Wie heißt das? So Zettel... Nee, wie heißt denn das? Nicht Spickzettel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so Zettel, wo man dann irgendwelche Stichpunkte über sich draufschreibt. Als der das machen musste in der Schule, da wusste der überhaupt nicht, was er schreiben soll. So stelle ich mir das vor. So. Level 15, Level 15, Level... Und sonst sind alle Level 19. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh, ein Item für mich. X-Abwehr. Also diese Dinger habe ich ja nie benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wettkämpfe, ich kann ihn nicht widerstehen. Ein alter Mann. Was hat er da vor sich liegen? Spieler Kunibert. Kunibert ist ein cooler Name irgendwie. Ich mag den. Ich mag ihn. Knofensa, Knofensa. Kann man leider in der feuerroten Edition nicht fangen. Finde ich ein bisschen schade. Karate-Schlag. Nun. Ich vergesse immer, dass das nicht effektiv ist gegen Pflanzen. Karate-Schlag ist nicht effektiv gegen Zimmerpflanzen, liebe Freunde. Wenn ihr eure Pflanzen entsorgen wollt, dann macht das nicht mit Karate-Schlag. Sie könnten zurückschlagen. Das ergibt alles so viel Sinn. So, ich habe entschieden, dass ich in dieser Folge hier diese Route noch durchkämpfe. Und dann geht's auf die MSN. Und dort werden wir auch wieder jede Menge Trainerkämpfe haben. Und einfach mal hoffen, dass wir nicht so oft zurück müssen. Lockduft, na super. Ja, ja, ja. Der Fluchtwert sinkt. Oh weh, ich will ja gar nicht fliehen. Bringt auch so viel im NPC-Kampf. Man kann ja eh nicht fliehen. Immerhin hatte ich eine Chance. So. Ja, was haben wir noch? Da haben wir noch einen Jogger-Typen und... Den haben wir auch noch. Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Bzz, 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 bzz. Mechaniker Hasso. Oh, Magnetilo. Magnetilos sind toll. Ich glaube, da haben sie die... Ich glaube, sie haben den Typ verändert. Ich glaube, Magnetilo ist ab der zweiten Generation Stahl, weil die ist ja dann dazugekommen. Und dagegen ist Feuer sehr effektiv, wie man sich vorstellen kann. Denn Stahl schmilzt ja im Feuer. Zwar bei sehr hohen Temperaturen erst. Aber das macht ja nichts. Unser Hubert ist ja auch heiß. So, komm schon, jetzt lern doch mal was. Och, wieder nicht. Wie halt immer noch nur Teleport kann. Das gibt es doch nicht. Oh, ich glaube, wir müssen mal bei den ganzen TMs gleich gucken, ob der da irgendwas lernen kann, weil der ist jetzt schon Level 16, also sozusagen fast auf einem Level mit den Gegnern und kann immer noch nichts. Das geht ja nicht. Der geht doch nicht. So. Ja, super Schall. Super, super Schall. Oh, war ja. So, Metallklaue. Hat sich Verwirrung selbst verletzt und tschüss. Und noch ein... Oh, Magneton. Das gibt richtig fette P. Hoffe ich. Ich meine, je fortgeschrittener die Pokémon-Entwicklung, desto mehr EP gibt es dafür natürlich. Ich hoffe, dass der uns jetzt nicht direkt wegklatscht. Komm schon! Och nee.
Glut. Autsch. Verdammt. Wen setzen wir ein? Wir setzen ein. Le Zaungast. Karateschlag. Yay. Sehr effektiv übrigens auch. Gegen Stahl. Yay, Level 17. Und der hat immer noch nichts gelernt. Ich raste aus. Oh, guck, Zaungast kann doch auch Sachen lernen. Warum kannst du das nicht, Domian? Wenn man jetzt so draußen, vor meiner Tür oder vor meinem Fenster jemand steht und hört, was für einen Namen ich hier sage, denken die, ich habe meine Kinder so genannt oder so. Ja, der Domian, der schlägt sich in der Schule ja sehr gut. Oh, ich nehme alles zurück. Er entwickelt sich schon. Das ist natürlich nice. Mal sehen, ob er auch jetzt schon was Neues lernt. Dann haben wir jetzt schon einen Kadabra. Das ist natürlich was. War das nicht das Viech, das Uri Geller verklagt hat, weil es einen gebogenen Löffel in der Hand hält? Yay, Kadabra. Aber es hat immer noch nichts gelernt. Es kann immer noch nur Teleport. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Aber wir gucken uns jetzt mal an, ob es irgendwelche TMs gibt, die das Ding lernen kann. So. Aquawelle, Brüller, Kugelsaat, Felsgrab vielleicht? Nee. Geheimpower vielleicht? Ja. So, die Disk auf den Kopf gelegt und dann liest er direkt, was da drin draufsteht. So, und Raub kannst du doch auch lernen. Ja, sehr schön. Und schon kann er zwei Attacken und kann auch mal angreifen. Wunderbar. Haben wir jetzt natürlich direkt verbraucht, aber ist ja egal. Ist ja egal. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch zwei Trainer, glaube ich. Und ein Fluchtseil. Ne, drei Trainer sind es noch. Ja gut, ich mache jetzt aber aufgrund der Länge einfach trotzdem mal eine Pause, weil die Folgen sollen ja nicht so lang werden. Geht's dann in der nächsten Folge im fliegenden Wechsel direkt weiter mit den restlichen Trainern. Und dann geht's aber wirklich auf die MSN. Bis dahin, ciao.